Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf unserem Kanal, und zwar Victoria 3. Ich habe uns für dieses Let's Play ein schönes Eck rausgesucht. Wir spielen in dem schönen Eck von Äthiopien und wir nehmen hier das zentrale Land. Und zwar kann ich mal vorlesen, was genau das zentrale Land ist. Das ist Shewa. Es ist eine Nebenmacht. Ist die militärisch stärkste, das ist, um uns einen kleinen Vorteil zu verschaffen. Und ja, ist tatsächlich in Äthiopien. Und jetzt lese ich euch mal kurz vor, was hier da noch dazu gesagt wird. Äthiopien ist mitten im Zeitalter der Fürsten. Der Kaiser von Gondar hat kaum Macht und die örtlichen Herrscher haben das Land unter sich aufgeteilt. Wird das Kaiserreich wieder vereint werden? Also, ihr seht schon, in welche Richtung sich das Ganze entwickeln soll. Wir versuchen, Äthiopien zu gründen hier unten und uns dann über die Küsten weiter auszubreiten, um dann immer weiter zu wachsen und dann vielleicht die, nun ja, Großmacht Afrikas zu werden. So, aber jetzt gar nicht mehr viel außenrum. Wir gehen einmal rein. Wir sind absolutistisches Fürstentum. Und ja, und schauen wir jetzt erstmal, wie weit wir denn so sind. Mit den Forschungen. Gesellschaftlich relativ weit hinten dran, militärisch relativ weit hinten dran und auch in Produktionen relativ weit hinten dran. Da würde ich sagen, gehen wir mal direkt am Anfang jetzt erst in die Richtung. Womit könnten wir uns denn was Gutes tun? Ich glaube, mit Destillation laufen wir am Anfang am besten. Damit eröffnen wir hier einiges und danach gehen wir auf die Egreniermaschinen. Dass wir dann die Drehbank nutzen können und das alles freischalten. Weil hier unten atmosphärische Dampfmaschinen und sowas, das ist alles noch Zukunftsmusik. Wir haben noch überhaupt gar keine Ahnung. So, im Moment ist ja das Spiel noch pausiert. Wir müssen auch noch ein paar Sachen durchchecken. Zum einen den Markt. Da sollten wir direkt mal schauen, wie es bei uns aussieht. Wir sind also getreidemäßig anscheinend relativ gut aufgestellt. Das ist gut. Holzmäßig auch ein bisschen im Plus. Das ist hervorragend. Und dann kommt es hier unten. Wo sind wir negativ? Wir haben keine Stühle, wir haben keine Kleidung und keine Dienstleistung. Tuch fehlt uns auch ein wenig. Also ist nicht viel, aber ein bisschen was. Also sollten wir da so ein bisschen mal drauf schauen. Wir gucken mal unsere Gebäude durch. Wir haben hier einen Holzfäller. Ein bisschen hier ist Tabak und Kaffee. Das sieht ja schon mal gar nicht so verkehrt aus. Und hier haben wir Hirse und Viehhöfe. Können theoretisch auch noch ein bisschen mehr Holz abbauen. Okay. Zum Thema Holz. Da werden wir wahrscheinlich jetzt mal den ersten Bauauftrag machen, und zwar das Holzfällerlager etwas erweitern. Und dann brauchen wir diverse Dinge. Zum einen hätte ich gern direkt eine Möbelfabrik für unsere Pops. Und zum anderen hätte ich hier gerne, dass die Tuchfabrikation noch ein bisschen ausgebaut wird, um dann eine Tuchfabrik noch zu errichten. Einfach um unseren Lebensstandard hier ein bisschen weiter anzuheben. So, was gibt's noch Wichtiges? Unsere Politik müssen wir auschecken. Wir sind auf jeden Fall gerade der Chef, ne? Es gibt ein paar randständige Interessengruppen, die sind alle ziemlich unzufrieden. Und sonst ist bei uns relativ gemütlich anscheinend. Die Legitimität ist auch noch voll in Ordnung. Und ja, dann schauen wir mal in die Gesetze. In den Gesetzen haben wir tatsächlich noch nichts freigeschalten. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Dann werden wir erstmal örtliche Polizeien ausbauen, um uns hier ein bisschen vor Aufruhen zu schützen. Aber wobei, eigentlich könnten wir keine Polizei lassen und einfach mal unsere Regierung ein wenig umbilden. Weil die Grundbesitzer sind zwar schon gut so,
Aber ich hätte gern die Streitkräfte mit drin. Wir gehen jetzt dann zwar ein bisschen runter, ne? Normalerweise ist die Erlasszeit dadurch halt stark reduziert und wir haben mehr Loyalisten durch steigenden Lebensstandard, aber hier an der Stelle ist das soweit doch noch voll vertretbar, solange wir nur ein bisschen runtergehen. Bestätigen wir das Ganze mal. Können jetzt in Gesetze reingehen und jetzt sehen wir hier unten Bauernaufgebote. Wir können das Ganze wechseln zu einer Berufsarmee und da bin ich persönlich schwer dafür. Auch wenn die Grundbesitzer da etwas dagegen sprechen, aber das jetzt mal dahingestellt. So, wir haben jetzt ein paar Bauaufträge, wir haben einiges soweit gemanagt. Jetzt fehlen nur noch ein paar kleinere Sachen. Das ist zum einen immer eine Verbrauchssteuer einführen. Für zum Beispiel Tabak, ne, alle Luxuswaren, die nur 100 Autorität brauchen, da kann man direkt ein bisschen auftrumpfen. Dann nehmen wir die Spirituosen noch mit rein und den Kaffee, den wir selbst produzieren. Und wir haben immer noch 1,16k Autorität. Dann können wir auch noch Luxuskleider mit reinnehmen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal unser Income etwas gesteigert. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal den Spielablauf, nachdem wir jetzt alles sehr gut vorbereitet haben und können jetzt, während hier mal alles am Laufen ist, hier in unsere kleine Ecke reinschauen. Aha, Beziehungen werden nicht mehr verbessert. Okay, wir haben hier jetzt verschiedene Sachen, ne, im Journal stehen. Hier gibt es auch eine Entscheidung. Das ist große Ausstellungen abhalten, das ist für uns eher uninteressant. Es gibt aber später auch noch die Möglichkeit, einen Journaleintrag zu bekommen für Äthiopien wieder gründen. Und das ist das, worauf wir am ehesten abzielen. Und Borana ist Kacke auf uns zu sprechen. Sonst um uns rum sieht es eigentlich relativ gut aus. Außer mit Harhar. Und ich glaube, mit denen werden wir auch am ehesten irgendwie versuchen, in den Krieg zu ziehen. Die Zeit der Fürsten. Okay. Amhara und Gonder. Also Gonder hier. Und Amhara, wo ist denn Amhara? Ah, hier, Amhara. Shirvanisch Amhara. Ah, bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wo das sein soll. Aber ist auch tatsächlich jetzt erstmal egal, weil ich mich ja, wenn dann, wahrscheinlich erstmal hier runter ausbreiten möchte. Wobei uns das nicht sonderlich viel bringt. Wir hätten hier nur Holz. Wie sieht's aus in Velo? Da gibt es auch nur Holz. Da gibt es nix. Es gibt überall nix. Hier unten gibt es Eisen. Okay, hier unten an der Küste entlang gibt es die ganzen Eisenvorkommen. Also ist am besten tatsächlich, wenn wir erst Harar uns holen und dann runtergehen nach Aussa, um das alles uns zu besorgen. Was sieht jetzt hier aus? Aha. Aha, Religion, Autokratie und Nationalität. Löst das Ergebnis offizielle Nationalität aus? Na, da bin ich mal gespannt. 30 Jahre muss der ganze Spaß gehen. Mal schauen, ob wir das durchziehen oder uns vorher schon in eine andere Richtung entwickeln. Da gehört ja dann einiges dazu und ich will nicht unbedingt dauerhaft in einer Autokratie leben. Außer wenn wir eventuell die Monarchie rausnehmen und in eine Richtung Präsidialrepublik gehen, also eine Diktatur aufmachen. Damit könnte ich mich schon irgendwie anfreunden. Aber mit Monarchen, mit Erbherrschaft und so, das finde ich nicht unbedingt so cool.
So. Der Gesetzlosenfürst. Ein niederer Adliger vom Hause Salomon ist in Windeseile zu Macht und Ansehen gelangt. Rechtlich gesehen ist er ein Gesetzloser, doch jede Armee, die gegen ihn entsandt wurde, hat er besiegt. Nun will er den Thron Shevas mit Gewalt an sich reißen. Ah. Werden ihm zeigen, wie wir mit Gesetzlosen umgehen? Ja, nee, komm. Wir holen den ran. Komm ran, Junge. So, wie sieht's hier aus? 10 Wochen noch, dann wird unsere Holzproduktion ein bisschen mehr gestärkt. Und ich bin auch gerade so ein bisschen am Überlegen, ob ich nicht eventuell gleich schon weitergehen soll. Das ist eher weniger gut. ...0,3% kann ich noch vertragen. Das könnte noch klappen. Mit dem minus 15... mit dem minus 15 wäre natürlich jetzt ein bisschen bescheidener gewesen. Und wir sind schon dabei, Gold einzulagern. Ja, die Reserven wachsen. Würde ich sagen, das kann man mal so lassen. Das Einzige, was ich mir jetzt gerade so überlege, ist, wir könnten ja noch einen Bausektor reinknallen. Aha, Moschee. Interessant. Dafür haben wir aber hier nichts. Na, bin ich mal gespannt. Das könnte vielleicht noch für uns interessant werden. Aber da will ich doch gar nicht drauf. Hier will ich drauf. Hier, dann bauen wir nämlich hier einen Bausektor Stufe 1. Und schieben hier noch einen hinterher. Das kostet uns dann zwar einen Haufen Asche, aber es geht halt auch tatsächlich um einiges schneller, wenn wir das hier so ein bisschen zwischen reinschieben. Weil 103 Wochen, bis wir eine Möbelfabrik haben, finde ich dann doch ein wenig übertrieben. Und das muss ja nicht sein. Ne? Wir werden jetzt mal die Geschwindigkeit ein bisschen vorlaufen lassen, um eben unsere Bauaufträge hier durchjuckeln zu lassen. Ne? Wir sehen aber, wir haben hier schon wieder ein Event. Öffentliche Ansprache läuft aus dem Ruder. Okay. Das heißt, wir können das mit dem Gesetz xen. Die Berufsarmee wird nicht durchkommen. Da müssen wir uns aber vielleicht irgendwie was anderes mal anschauen, um irgendjemanden anders zu pushen. Es sieht aber tatsächlich ein bisschen schlecht aus. Wir können ja mal die hier rausnehmen. Damit würden wir auf jeden Fall zu stark absinken. Das wäre nicht so geil. Die Landbewohner mit reinnehmen. Das können wir machen. Und dann mal schauen, was die so Schönes in den Gesetzen haben. Bei denen gäbe es zum Beispiel Umsetzung auf Verbrauchssteuer, was aber total überhaupt nicht unser Ding ist. Aber wir können die Leibeigenschaft abwählen. Und das fänden die meisten gut, außer die Grundbesitzer. Die fänden das nicht so gut. Aber das ist uns eigentlich egal, weil die wollen wir ja eh nicht mehr. Daher wird das Ganze jetzt ein bisschen gepusht, hoffe ich. Die Erlasszeit ist ja reduziert, da wir relativ viel Landbevölkerung haben, die da so ihren Senf mit dazugeben können und anscheinend auch ordentlich werden. Daher ist mir das gar nicht mal so unrecht. Weil wir müssen auch relativ zügig dann aus diesem Isolationismus rauskommen, dass wir hier nicht so viel Probleme kriegen. Wenn es darum geht, mal Handel zu treiben. Na, ich würde gerne den Protektionismus mir einverleiben oder wenigstens den Merkantilismus, dass wir ein paar Zölle noch haben. Das wäre zwar im Moment nur für uns hier außenrum interessant, aber wenn wir anfangen sollten, Krieg zu führen gegen zum Beispiel Harar oder Aussa oder Velo,
Dann wäre es doch für uns auf jeden Fall von Interesse, dass wir das Ganze gut durchpushen können. So, Sklavenbefreier, eine einflussreiche Interessengruppe, Intellektuelle unter der Führung von allem Gesetz setzt sich für eine möglichst rasche Abschaffung der Leibeigenschaft ein. Das finde ich doch sehr gut. 50%, das ist, oh ja. Und wir haben die 20% Erlass Erfolgswahrscheinlichkeit obendrauf bekommen. Da würde ich sagen, gönnen wir uns mal. So, wir machen immer noch im Moment fleißig Plus, obwohl wir jetzt einen Bausektor haben und ein Minus machen von knapp 1k, was jetzt gleich auf jeden Fall auch noch gesteigert wird, da wir hier ja nochmal einen Bausektor am Fabrizieren sind. Also wird schon relativ zügig weiterlaufen und wir lagern immer noch fleißig Gold ein. Das sind doch gute Meldungen, die wir da kriegen. Und hier sehen wir jetzt schon 67 Wochen. Ich hoffe, dass das hier gleich noch umploppt, wenn wir den nächsten Bausektor fertig haben. 64 Wochen, wo sind immerhin schon mal 3 rausgegangen. Das ist ein Anfang. Ich hoffe, das wird noch besser. Geben wir ein bisschen Gas. Ja, 7. Das heißt, das dürfte jetzt nochmal runtergehen. Ja, 57 Wochen. Das sieht doch schon mal weniger schlimm aus. So, Befreiung erkaufen. Eine Interessengruppe weigert sich, also die Grundbesitzer, ihre Leibeigenen ohne angemessene Kompensation aufzugeben. Ihr beträchtlicher politischer Einfluss macht es schwierig, diese Forderung zu verweigern. Staat wird die Kosten erstatten. Das ist halt schon einiges, was da an Bürokratie-Minus gibt. Die Leibeigenen müssen sich ihre Freiheit selbst erkaufen. Das ist natürlich scheiße. Und das würde uns auf jeden Fall ausbremsen. Dann würde ich sagen, dann machen wir das mit den Kosten. Auch wenn das ein bisschen schlecht ist im Prinzip für uns. Aber ne, was wollen wir machen? Da geht es halt schon um das Wohl unseres Volkes. Und wir wollen ja auf jeden Fall, dass die relativ schnell in den guten Bereich kommen. Und da nicht irgendwie noch weiter vor sich hin darben. Sondern vielleicht in Richtung leidlich gehen. Das fände ich ganz okay. Na, weil auch wenn es die Unterschicht ist, hat das ja noch nichts zu heißen. So. Leibeigenschaft. Ja. Diejenigen, die auf die Durchsetzung eines neuen Gesetzes keine Leibeigenschaft hinarbeiten, mussten feststellen, dass sie in einem besonders komplexen Ablauf bürokratischer Vordänge stecken. Die Arbeit hin zu der Reform ist damit nahezu vollständig zum Stillstand gekommen. Eieiei. Was haben wir denn da? Lass uns wenigstens ein bisschen was von diesem ganzen Papierkram beschneiden. Verdammt sei dieses verworrene Rechtssystem. Na, wir könnten uns die Bürokratieeinbüßung da nicht noch mehr leisten. Das wäre ziemlich schlecht für uns. Deswegen gehen wir da jetzt lieber mal auf diese Schiene. Und ich sehe gerade, wir haben jetzt anscheinend eindeutig zu wenig Tuch und zu wenig Holz. Ja, aber wir sind ja isolationistisch, deswegen haben wir ein dickes Problem. Das ist ganz schlecht. Ich muss jetzt mal was schauen. Und zwar unser Markt. Was für Mitglieder haben wir da? Nur uns. Okay. Ja gut. Dann muss ich jetzt mal hier schauen. Wie sieht's denn aus, wenn ich jetzt hier Äthiopien vereinen würde? Zu Beginn des Diplomatiespiels stehen wir denen auf jeden Fall gegenüber. Und die anderen Seiten sind alle relativ neutral. Wenn ich jetzt auf Staat erobern gehe, haben wir dasselbe. Aber wir machen es über Äthiopien vereinen. Und starten hier mal unser Diplomatiespiel.
Im Moment gibt es keinerlei Verbündeten auf derer Seite. Das ist schon mal sehr gut. Keine Leibeigenschaft. Ich verfängt einfach nicht so, dass Robo stagniert und die Beschlusserfolg um 15% senkt. Ja, das ist natürlich eher weniger geil. Aber wir kommen weiter in die richtige Richtung. So, jetzt fangen wir mal an, hier ein bisschen Gas hinzuzufügen. Das ein bisschen schneller laufen zu lassen. Weil im Moment sieht es hier ja eigentlich ganz tutti aus. Wir könnten hier noch Sidamo auf unsere Seite ziehen. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das will. Und wir werden jetzt hier Energiemaschinen reinknallen. Und hier sehe ich auch schon, schaltet Goldminen frei. Das ist sehr interessant. Die könnten wir eventuell gebrauchen. Und jetzt hier. Wir haben noch keinen General. Das ist natürlich ein bisschen schlecht. Hier nehmen wir hier den Bergkampfexperten. Der wird rekrutiert. Der wird mobilisiert. Und an die Front verlegt. So, wenn wir Harar kriegen, dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein sehr dickes Stückchen Land. Dann spulen wir jetzt mal ein bisschen vor. Und es mischt sich keiner ein. Wir wollen auch niemanden mehr hier beeinflussen oder ähnliches. Wir ziehen jetzt einfach eiskalt durch und bauen in der Zwischenzeit unsere Möbelfabrik weiter. Sieht hier eigentlich aus, gebäudetechnisch? Die sind städtemäßig komplett hinterher, da geht gar nichts. Da sind wir zwar auch noch bei nix, aber das wird sich bald ändern. Vor allem, wenn wir dann auch mal anfangen, Papier zu produzieren. Oh, Hara hat eingelenkt. Sehr schön. Das ist perfekt. Der Fürst hat ein persönliches Interesse an der laufenden Gesetzdebatte, keine Leibeigenschaft, und beschloss, sein königliches Vorrecht zu nutzen, um dafür zu sorgen, dass er das Gesetz, verabschiedet wird. Ratet den Fürsten davon ab, es würde mehr schaden als nutzen. Oder was der Fürst will, wird geschehen. Verdammt nochmal. Wir gehen in die richtige Richtung. Sehe ich das jetzt gerade richtig? Das hat sich vereint zu einem Landstrich. Das ist interessant. Aber gut. Das ist sogar sehr gut. Wenn das ein Landstrich ist, das heißt nur viel mehr Felder. Das geht in die richtige Richtung. So, aber nachdem wir jetzt unseren ersten Krieg hier gewonnen haben, würde ich sagen, machen wir für heute einen Cut. Lasst mir gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Das würde mich auf jeden Fall extrem freuen. Was mich auch freuen würde, wäre, wenn ihr mal bei mir im Stream vorbeischaut. Der ist immer mal wieder. Mal häufiger, mal weniger häufig. Das kommt ganz drauf an, wie es bei mir mit der Arbeit läuft und mit YouTube-Videos machen. Aber kommt auf jeden Fall gerne vorbei. Bei mir auf Twitch. Und sonst habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen, außer haut rein, wir sehen uns das nächste Mal und see ya.